So, da es sich hier um den letzten Part handelt, am Ende nicht abschalten, denn ich werde nochmal ein kleines Fazit zu dem Spiel abgeben, beziehungsweise meine Meinung dazu sagen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann am Ende nochmal wieder. Für alle, die es bis hierhin durchgehalten haben, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel, viel Spaß mit diesem fulminanten Finale. Ist das dunkel, ey. Drücke Q! I found a part of a Latin phrase from a burnt book. The words were no bit which translate. Ah, halt die Fresse, Main. Missing Translation, ja super, ey. Hä? Mit dem Coffees-Bild ist doch schon längst durch. Warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ach, Filmsequenz. Lucius, you scared me. Hab ich noch nicht. Habe ich noch nicht durchgespielt, Jascha. Und hi, schön, dass du da bist. So, ich bin jetzt hier im Alten. Das wollte ich wie gesagt nächste Woche machen. Ich wollte dann Dienstag wieder streamen. Und da spiele ich dann die Demo auf jeden Fall. Soll ich da rüberhüpfen? Okay. Ach, dann die beste Sprunganimation aller Zeiten. Hüpp. Wutz. Und alle hopp. Ich spiele es mal wieder düster wie Arsch. Wo soll ich denn jetzt hier hin? So weit kann ich doch gar nicht springen. Ich versuch's einfach mal. Alle hopp. Nee, okay, das war nix. Welchen Teil von Lucius ich mag? Eins. Und zwar ausschließlich eins. Der zweite war kacke, der dritte ist genauso scheiße, aber ich will ihn halt noch durchspielen. Macht sich im Stream immer einfacher, finde ich, sowas durchzuzocken. Als ich mich jetzt gequält hätte, weil im Stream seid ihr noch dabei. Ich komme hier gar nicht weiter. Wie soll denn das gehen? Okay. Bist du gerade unter mir im Teamspeak? Oh, Baby. Auch im Relap bist du gern unten, oder? Hui! Ich hab keine Ahnung, Hutch. Leute stehen halt auf Horse-Porn. Wo soll ich hier hin? Ach, guck mal, schau. Concentrate. Putz! Ich gönn mir erstmal eine Plattform. Und alle hops! Diese Sprunganimation ist so knast, ey. Ich sehe hier wirklich nichts. Ist das Spiel dunkel oder ist das Spiel dunkel, Alter? Geht's hier weiter? Geht's hier runter? Fall ich? Nee, ich kann hier runter, okay. Das heißt, etwa dann hier wahrscheinlich runter? Ja, perfekt. Und dann kann ich hier einfach langlaufen. Ey, es ist total wuselig, wenn man hier nichts erkennen kann. Ein Kuss auf Auge. Moin, Wingamer! Nein, Teil 3 ist scheiße, Nyoko. Wirklich, Teil 3 ist mega Rotz. Ich spiel's halt nur im Stream. Damit wir was zur Belustigung haben. Ich würde es aber so nie zocken, definitiv nicht. Sorry about your friend, Mr. McGuffin. He had a nice soul. I liked him. Shame on Lucifer for doing this to you. Now he's out there and trying to fulfill the prophecy by himself. And you're here all alone with the rest of mankind. Left to die. Luckily, you can still change things around. Lucifer with it, then you'll stay as the ruler, and you can do whatever you like. No more rules, no more quests. Like what Mr. McGuffin said, you know that pet cemetery near your house? There's a mausoleum at the center of it. That's where the back door is. It's been said that only the wicked can use these back doors. And the blood inside your veins should hold the key. Do the right thing, Lucius. Don't let Lucifer get away with it. Ja, das Spiel ist schon arschlaut. Ob man bei mir auch rauchen kann? Nee, in der Wohnung leider nicht. Ich habe aber einen Balkon. Also auf dem Balkon kannst du rauchen, aber in der Bude nicht so, nur dampfen.
Weil der Kippengestank geht ewig nicht raus und da ich den nicht sonderlich mag in meiner Wohnung. Gabriel, want me to retrieve the dagger of destiny from under the manor? Maybe I should. Okay, haben wir schon. Diese ja komischen Tiere, die hier rumkraxeln, ey. Sollen wir kurz auf die Map gucken? Ich habe nämlich noch die Cemetery. Cannot fast travel from here. Ja, okay, ich gehe ja schon ein Stück weit weg. Der Typ sieht aus wie ein Trophy? Ja, ist er auch. Ist nur Erzengel Gabriel oder sowas. Hatsch, ey. Nakidai, Nakidai, alles. Nein, ich wollte dich so. Mann, no, ich wollte zum Cemetery. Hab mich verklickt. Ich hole mal den Monitor ein bisschen rüber, dann muss ich nicht so weit gucken. Dann kann ich auch das Licht vielleicht ein bisschen besser platzieren. Ich habe keine Ahnung. So. Muss alles gut sein. Kann ich wenigstens von hier aus schnell reisen? Ja, Cemetery bitte. Es muss ja irgendwo der Pet Cemetery sein. Der Kinderfriedhof. Kinderfriedhof. Oh, puh, der Tierfriedhof. Haustierfriedhof. Cool. Es ist Small Mausoleum in the middle of the cemetery. Ja, das weiß ich ja schon. Das kenne ich. Ach, da ist es ja schon. Perfekt. Im Mausoleum hast du diese Kopf. Oh, bla 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 bla. I don't think this will do anything. A strange bowl. Hier ist wieder so ein komisches Figürchen. Von dem wir schon 5000 haben. Komm schon. Nehmen wir es einfach mal auf. Ich weiß nicht, wofür die Bubbleheads da sind. Irgendwie muss ich ja ins Mausoleum reinkommen. Aber das komische Bowl-Ding scheint irgendwie auch nichts zu machen. I don't think this will do anything. I don't do anything for love. Was ist jetzt die Aufgabe? Aufgabe. Aufgabe. Blablabla. Das heißt, wir müssen vielleicht doch nochmal zurück. I see a cup over there. Da ist ja der Cup, aber der macht ja nichts. Das heißt, wir dürfen uns doch wieder. Oh, ich kann von hier aus nicht schnell reisen. Was ich jetzt hier vernicke, ist im Augenblick, ist es gerade Cool Mint. Also, Pfefferminz einfach nur, weil ich letzte Zeit sehr viel fruchtigen Scheiß genommen habe und der fruchtige Scheiß ist mir auf Dauer dann doch ein bisschen zu anstrengend gewesen, deswegen mache ich jetzt wieder eine Pfefferminzkur, um es alles zu neutralisieren. Weil irgendwann hängt es eins zum Halse raus. Kann ich hier von hier aus fast traveln? Ja. Ich gehe nochmal zur Manor zurück, weil vielleicht ist ja irgendwo. I found the. Halt die Fresse. Ich soll irgendwie unter die Manor kommen. Das ist interessant. Wenn es noch nicht so Nacht wäre, dann würde ich vielleicht was erkennen. Im Dunkeln ist gut munkeln, ja, bringt mir aber nichts. Ich muss ja irgendwo. Oh, dieses Gepfeif oder was das ist. Das klingt nicht wie Vögel, das klingt wie AIDS auf meinen Ohren. Vielleicht ist hier hinten was. Sieht aus, als wenn man hier rein kann. Perfekt. Hier muss doch irgendwas sein. Ein Kellereingang, irgendwie was Rustikales. Ah, Filmsequenz. Ein neues FNAF-Game. Ja gut, das FNAF ist nicht so meins. Außerdem ist dieses, wie hieß es nochmal hier, ach, jetzt kriegt ihr die Konsequenz wieder. Komische Filmsequenzen. Rückblenden an den ersten Teil. Sind immer sexuell erregend, ich weiß, aber mich begeistert das so gar nicht. Das neue Alien-Game ist auch so ein bisschen FNAF-like. Das frage ich mich, wie man auf die Idee kommt, nach all den Jahren, wo FNAF schon längst aus dem Hype raus ist, so ein Alien-Game zu machen, was genauso gehypt ist, das verstehe ich nicht. Raff ich wirklich null. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt weitergeht. Da ist was. Ach, ist nur so ein Bobblehead wieder. Tolle Karte. Muss man hier einfach um. Oh, lol. Ich wurde zurückgeportet.
Ich darf nicht zum Haus. Nicht auf solche unüblichen Wege. Junger Herr, halten Sie sich an das Spiel. Wir wollen nicht, dass Sie hier durchglitschen. Ich will aber durchglitschen. Ich bin Powerglitcher. Schwupp. Hier kann ich aber schon drüber hüpfen. Und alle hopp. Nee, er stößt sich sein linkes Knie. Aua, ich bring Menschen um, aber Knie tun mir weh. Ich raff das Game gerade nicht. Ich habe aber auch keinen Dagger im Inventar, glaube ich. Guck mal auf I, ne? Ja. Ich habe keinen Dagger, keinen Dolch, nichts. Welches Game ich am liebsten zocke? Also die Spiele, die gut sind. Nicht Lucius 3 auf jeden Fall. Aber ich will es durchspielen, weil ich bin ja bald fertig. Es müsste bald fertig sein. Ich kann mal gucken, ob ich mich doch noch irgendwo... Main. Mausoleum has to be as here, cup over there. Gable directed me towards the dagger. Es muss ja also doch beim Cemetery sein. Ich muss ja da irgendwie reinkommen. Irgendwie. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber ich brauche, glaube ich, einen Dolch, um mein Blut hier einfließen zu lassen. Aber der Cup macht ja hier nichts. Der kann nichts. Der steht nur da und guckt blöd, so wie ich. A strange Bauer, I don't think this will do anything. Vielleicht kann ich ja einen der Vögel nehmen, muss ich Rabenblut vielleicht reinpacken? Wo sind meine Vögel hin? Meine Herzen! Alles ist weg! A Notepad, I found a Latin word skill, bla bla bla. Okay, das ist egal. A bottle of milk. Hä? Kann von euch mal jemand googeln, was ich jetzt tun soll? Wohin ich muss? Weil ich komme da gerade nicht rein. In dieses Mausoleum. Ich habe jetzt keinen Bock, hier 5 Stunden rumzurennen, um zu raffen, wohin ich soll. Characters. Story. It's time to remove the devil from the stone I must find into hell. Ja. Das sind halt dumme Logs. Mit denen kann ich aber auch nichts anfangen. Mit der Vogelscheuche, wie hieß das nochmal? Das war, Pineville Drive. Pineville Drive war das. Kann ich mich noch genau dran erinnern. Schlüsselsuchsimulator des Jahrtausends, ey. Genau, alte 4 drücken, dann Schlüssel 1 öffnen. So funktioniert das Spiel. Nee, hier komme ich nicht weiter. Ich brauche auf jeden Fall jetzt gerade Hilfe. Es gibt ja, Walkthroughs im Internet schon fertige, also von irgendwelchen anderen Leuten. Die schon im Kapitel so und so waren und dann können die vielleicht. So ein Pineville Drive Remake, weil da was Schönes. Ja, nee. Nicht unbedingt. Also hier komme ich gerade nicht weiter. Es muss also doch irgendwie im Haus. Er meint ja, unter Männer soll was liegen. Aber wo genau kann ich jetzt hier nach unten kommen? Vielleicht muss ich nicht raus, sondern geradeaus weiter, wo ich mit den Typen gequatscht habe. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Weg zum Keller. Weil es gab hier einen Keller in dem Haus. Das weiß ich noch von Lucius 1. Damals. Mann, ja, cool, ich drücke. Das, genau, hier war der Typ. Dann muss ich vielleicht hier um die Ecke. Ne, hier geht's nur im Kreis. Hier ist nichts. Ah, oh, dieses Gepfeife, Kinders, ey. Gibt's ein nervenderes Element in Spielen, außer irgendwelche dämlichen Geräusche? Nein, gibt's nicht. Pineville Drive 2 ist in Entwicklung? Ja, wunderbar ist das, Herr Schmidt. Was kann ich tun? Wo muss ich hin? Weil von hier kam ich ja nur. Ich kann jetzt nur hier raus und hier um die Ecke laufen. Ich komme nicht unter die Dings hier. Es muss doch aber irgendwo einen Zweiteingang geben. Muss doch irgendwie hier in den Keller. Alter, wenn es nicht so finster wäre. Warum gibt es im ersten Teil eine Taschenlampe, obwohl man sie nicht braucht? Und hier gibt es keine Taschenlampe, obwohl man sie braucht. Genass. Ist das belastend oder ist das belastend? Ich glaube, das ist richtig belastend. Dunkelheit, FTW. Es ist größer geworden. Es ist Open World, aber es gibt keine NPCs. Dementsprechend hat sich die Open World völlig für den Hintern ergeben. Hier war ich ja gerade eben.
Muss ich vielleicht hier in der Ecke gucken, wenn ich was finden würde? Ich muss doch hier irgendwo lang können. Irgendwo muss ich hier nach unten kommen. Kenners. Ist das ein schönes Spiel? Jemand was gefunden? Jemand schon gegoogelt? Ansonsten google ich mal eben flott. Momentchen mal kurz. So, von der Seite, von wo ich kam. Das war hier der Tunnel. Dann ist er einfach hier gerade ausgelaufen. Und hier müsste es gewesen sein. Da hinten ist der Eingang. Ich sehe ihn auch. Aber der ist zugeschüttet bei mir noch. Ich bin den Weg ja original 1 zu 1 abgelaufen. Ich lade einfach das Kapitel nochmal neu. So. Aber die Bunkertür ist offen. Jetzt geht's. Jetzt kann ich geradeaus laufen. Jetzt kann ich da unten in den Keller. Hier Sache, so buggy, man Alter. Muss, das Spiel ist einfach nur hart buggy, ey. Und man sieht halt auch wirklich kaum was. Es einfach arschfinster ist. Was ein Scheißspiel. Ja. Es ist einfach ein reines Bugfest. Alter, ich sehe nichts. Geht's hier lang? Bestimmt. Spiel? Ich gehe rückwärts. Links, ach, ist nicht wieder rausgegangen, das toll. So, einmal noch. Inan, beruhig dich mal und hier nicht groß schreiben, Mr. Caps Lock. Hihi. Hier geht's bestimmt lang, oder? Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ach, guck mal hier. Und hier liegt dann bestimmt auch irgendwo der Dagger rum. Da ist auf jeden Fall irgendwas dahinter, was ich anfassen kann. Korps of Fabius Wagner. This is where it all happens, Lucius. This is the heart of Dante Manor. The master said he'll take his dude from my bloodline. I'm sure you are what he meant. Ich hab's immerhin gefunden. Yay! So, ich muss kurz meine E-Zigarette nochmal den Akku wechseln, weil der ist nämlich leer. Oh, wenn ich einen USB-Hub. Wenn mir jemand einen USB-Hub schenken mag, weil er einen übrig hat, immer her damit. Wenn man Cap schreibt, bekommt man Aufmerksamkeit von mir. Ja, noch ging's, hat sich an Grenzen gehalten. Aber nicht zu viel gespammt, das ist ganz wichtig. Gibt der Bots die automatisch Caps Lock entfernen? Bei mir ist es jetzt nicht so dramatisch. So, einmal zuschrauben, anmachen. So, ich kann weitergehen. Ich habe jetzt, glaube ich, den Dagger. Diggers. Ne, ich habe nur eine Filmsequenz gesehen. Gabriel wants me to retrieve the Dagger of Destiny from another manor. Maybe I should. Da ist er. Dagger of Destiny. Jawoll. Dagger, Digger. Und raus. Jetzt kann ich wenigstens dahin gehen, wo ich hin wollte. Och, wenn man was sehen würde. Mach doch einfach die Helligkeit wieder hoch. Eine mal. Genau. Nee, jetzt rate ich einfach den Weg, dann geht das schon. So, und ich bin draußen. Attention, please. Attention, attention. So bestellt ein Sachse einen Weihnachtsbaum. Attention, please. Auf Englisch. Oh. So, nur mal weit genug von der Manor weg. Und jetzt können wir porten, oder? Yup. Einmal zum Cemetery. Das ist der alte. Und ich kann wieder ziehen. Leute, kennt ihr eigentlich den singenden Dave? Noch nicht. Erstmal will ich das Spiel noch in Ruhe spielen. Ist ja nur eine Frage bisher. So. Luna spielt immer ohne Bildschirm. Ja, ich spiele auch immer nackt. Übrigens, Leute, der heißeste Scheiß. Schweinekrusten. Nichts für unsere Moslem-Freunde. War 100% Schwein. Schweineschwarte. Schweineschmalz. Mehr ist da nicht drin.
Ekelhaft. 100% Abfall, ey, ich sag's dir. Aber ich liebe diesen Abfall. Eine Coin-Slot. Dafür ist die Coin also da. Bin's ein Checkpot, Alter. Noch nicht, Obefi. Also ganz wenig nur. More coins from the rest of the horsemen. Ernsthaft? Ich brauche noch mehr Coins. Wo sind denn die Horsemen gewesen? Hinter McGuffins Haus vielleicht? Ich glaube, die waren hinter McGuffins Haus, die Horsemen. Winterbier. Ist das nicht so dieses Bier, so wie so ein Glühbier, was man so aufheizen muss? Oder kann man es kalt trinken? Weil ich kenne diese Glühbiere. Oh, das klingt schon eklig, das sollte ich nie probieren. Obwohl, ich wollte es mal probieren, aber ich wollte mir das nicht kaufen, weil ich zu knausrig bin, um für so einen Schrott Geld auszugeben. Trinken ist wichtig, Obefi, das stimmt. Ich erinnere dich nur an Polen, warmes Bier. Mit Honig und irgend so ein Gröse, ey. Das klang schon abartig, ey. Hättest du dir ja holen können. Ja, hätte ich. Hätte ich aber schon Tripper und Aids bekommen. So, wo sind die anderen Horsemen? Wo ist dieser Horseman-Vergnügungspark? Die Deutsche schick's einfach Daniel, der freut sich. Wie geht's denn, ey? Ich glaub, da drüben ist er schon. Okay, wir müssen den Eingang finden. Oh, Dunkelheit umnachtet mich. Perfekt. Ich hab auch meinen Cannabis-Schnaps getrunken. So, hier ist eine Pocket. Ein Schlüssel. Nochmal zum Checken? Nee, okay. Checken wir mal ihn. Noch mehr Münzen. Nein, hat er noch nicht, macht er noch. Sind die laut, ey? Was denn? Nee, mach ich noch. Montag oder Dienstag. Wenn ich jetzt das nächste Mal. Das Licht ist ganz komisch, okay. Ich kann natürlich hier nicht porten. Oh, tolle Karte. So, wofür war denn der Schlüssel jetzt da, den ich gefunden habe? Ach, einfach für irgendwas. Okay. Kann ich hier porten? Ja, perfekt, dankeschön. Cemetery. Ja, fuck, es gibt Cannabis-Salami. Cannabis-Salami? Alter, die muss ich probieren. Ey. So, wieder ein bisschen Blut reinhauen. 5 Sekunden überspringen, hatten wir ja schon. So, pullen wir mal den Lever. So, dann haben wir mal die restlichen Münzen rein. Hits from the bong. Und die letzte Münze, perfekt. Dann haben wir es doch. Leute, wir sind auf einem guten Weg. Daniel? Ja? Du dachtest auch, wenn du high zockst und high streamst, holst du den Highscore, ne? Klar. Darauf erstmal Prost. Yes. Nam nam nam. Ja, was denn, Seto? War doch gut, der Spruch. Aber den kenne ich schon. So, ja. Noch mehr Schwein. So. Welcome to hell. Highway to hell. Hatten wir das nicht auch gestern als Song von Dave?
Gummibären. Ein Counter? Für was? Für was ein Counter, Deutsche? Oh, zu Hause, endlich! Meine Heimat! Hier sieht's aus wie bei Doom. Abgefahren. Aus wie ein Ark, Alter. Was wäre denn meine Kuh? Gabriel, Diapitor? Ja, halt die Fresse. Gleich kommt ein Drache. Gleich kommt Drachenlord. Diese Sprunganimationen sind immer fabelhaft in diesem Game. Nein! Du! Oh, er hat sich festgehalten. Uff. Du kleiner mein Schniggeli-Schnuck. Hua, Macarena, ich fall in die Lava. Hui! Erschreckt mich halt, Alter. Oh, Jan, ey. Guck, da schießen Obdachlosen da hinter mir an, ey. Good job, Jan. Und dann hoppsasa. Alle Hopsas, ich weiß, ich bin gestorben? Von Watten. So, komm rüber gewurschelt. Das war mein momentaner Mitbewohner, ja, liebe Leute. Der kleine Assi. Welches Game würdest du nie wieder zocken? Nie wieder? Mhm. Lucius 3. Das ist so ein Spiel, das brauche ich nicht nochmal. Und Lucius 2. Und Five Nights at Freddy's. Oh, und so viele andere. Ganz viele schlechte Spiele. Ich bin der Teufel, aber ich habe noch Hebel, mechanische Hebel in meiner Kabine. Mach auf die Tür. Dein Sohn ankommt. Willst du mich nicht fürstlich empfangen, lieber Herr Satan? Ich wünsche, dass ich mir so ein cooles Kampfsystem, wo man Feuerbälle schmeißen kann, so wie er dann einfach die Dämonen platt macht, weißt du? Aber dafür ist das Spiel leider nicht kreativ genug. Leider, leider. Moin, Fräulein 23. Alles fresh? Was ist das für eine komische Filmsequenz? Da leuchtet was. Oh, ein Orb. Nerox. Oh, da, scheiße. Da hinten ist ein Orb. Fuck. Frohes Neuches. Frohes Neuches, genau. Für Fienchen. Ich habe jetzt Frohes Neues und Fienchen in einem Namen gesagt. Frohes Neuches. Frohes Fienchens. Frohe Fienchen, alle. Ich wünsche euch allen eine frohe Fienchen. Ja, das wird ja jetzt spaßig. Auf Plattform springen, während sie super schnell sind. Daniel, soll ich Dave anrufen wegen dem Orb? Na, warte mal noch ein bisschen. Okay. Das heißt, alle hopp. Und dann. Up. Als ob, Alter. Wie schlecht. Wow. Er macht das von alleine. Ich hab nichts getan. Er springt einfach. Der kleine Heslon. Was für ein eingebürgerter Obdachloser, ey. Aber oh, die Musik wird dramatisch. Voll verkackt. Hast du keinen Zauber oder so? Nee, ich kann nur jumpen. Und des Teufels. Alter, im dritten Teil hast du weniger Fähigkeiten als in jedem anderen Spiel. Du hast nichts. Alle hopp. Lol. Ich verstehe die Jumps nicht. Die sind total unkoordiniert und scheiße. Tomb Raider 1 ist ja auch geil. Alle hopp! Im Gegensatz zu sowas. Funktioniert gut! Die Musik ist wenigstens einigermaßen erträglich. Und alle hopp! Lass mich doch mal einfach darauf springen, du Obdachloser! Oder geht das nicht? Lucius, ey. Okay, ich muss mal weiter weg. Abwarten, bis die nächste Plattform kommt. Und da kommt sie! Das ist die nächste!
Uff. Okay. Fadi, was buckst du da? Komm, Fadi, lass mich mal an dich knabbern. Klar geht das, Seto. Das wird unendlich, ist Lucifer. Okay, er kriegt mich natürlich nicht mit. Ich nehme also einfach mal den Dolch oder stelle ich meinen eigenen Papa damit? Stab him. Das ist natürlich wunderbar, ja. Macht doch jeder heutzutage. Welch spannendes Finale oder so. Sein Grinsen, Alter. Aufgesetzt, wie schlecht das einfach mal ist. Kein spannender Endkampf wie im ersten Teil. There we go. I follow you down just in case. Warte mal, ich bin arschlaut. The Prince of Darkness, Bringer of all evil, King of Babylon, has perished. Let's go. Together we'll enter the pearly gates. Wahrscheinlich kommt es gegen Gabriel, der will die Waffe vom Satan haben und jetzt muss ich mit ihm zusammen darüber latschen. Moin Gabriel! Na los, geh vor! Ach, geh ich halt. Penner, ey. Oder so. Schlecht gescriptet, ey. Warum kommt auf einmal so ein cooler Zeitlupeneffekt? Und er hört nicht auf. Aber das ist nicht gut. Bleib doch einfach stehen. Thanks to Lapin AMK. Ja. Amonalcom! So sah das Spiel auch aus. Das sah auch richtig Amonalcom aus, Alter. Danke für diese beschwerliche Reise, Shiver Games. Ihr habt euch mit Scheißigkeit selbst übertroffen. Das beste Spiel sponsert mich, dann spiele ich das auch. Uff. Oh ja, mega off, Alter. Sag mal so, es hat ja ein paar geile Ansätze, aber wie sie es gemacht haben, ist halt mega Bullshit. Es ist, also... Was? Die hätten daraus so viel mehr machen können, Mann. Ja? Hätten sie. Hätten sie ganz gewaltig. Wow. Das war nicht gut. So, jetzt erstmal eine Runde Pokémon Go, wa? Pokémon Go vor allem? Jo, das war dann Lucius 3. Ich hoffe, euch hat das Video bzw. die Let's Play-Reihe trotzdem unterhalten, trotz der extremen Längen in der Open World. Und ja, ich wollte mal meine Meinung dazu abgeben, bzw. ein kleines Fazit.
im Endeffekt habt ihr ja gesehen, ich war nicht wirklich zufrieden mit dem Game. Ihr konntet wahrscheinlich auch schon feststellen, dass das Spiel an sich nicht wirklich gut ist. Größte Kritikpunkte, die viel zu leere Open World, die völlig unnutzen Places, die da vorhanden waren, wie eben zum Beispiel die komische Bar, bei der man ja essen konnte, bei dem Diner zum Beispiel und so weiter und so fort. Es gab so viele Locations oder die Familie am Anfang, im ersten Part, die hatte auch überhaupt keinen Nutzen und vielleicht gibt es da ein paar irgendwelche Easter Eggs, dass man da vielleicht irgendwo auf irgendein Event auftreten kann, aber man kommt da halt wirklich nur hin, wenn man vielleicht hin möchte. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich da jetzt nicht drum bemüht. Diese komischen Bobbleheads hatten auch gar keinen Nutzen, habe ich festgestellt. Also man hat die gesammelt, aber man konnte sie im Spiel nicht einsetzen. Dementsprechend verstehe ich nicht, warum die überhaupt da waren. Es gab haufenweise Items, die überhaupt gar keinen Nutzen hatten. Warum? Die Fotos am Anfang zum Beispiel, es hat alles überhaupt nicht gepasst. Es war von vorne bis hinten einfach kein durchdachtes Spielprinzip. Es hat sich null in die Story eingewebt. Es gab keine Sidequest, offensichtlich zumindest keine Sidequest. Also ich frage mich, was sie sich dabei gedacht haben. Und ich hoffe inständig, dass Shiver Games einfach mal ein neues Spiel versucht. Weil mit Lucius wird es von Mal zu Mal einfach nur schlechter. Die hätten es nach Lucius 1 einfach beenden sollen. Nachdem Lucius 2 schon so eine Enttäuschung war, haben sie sich vielleicht gedacht, ja komm, lass uns eine coole Open World machen in Lucius 3, aber ey, eine Open World, in der einfach nichts passiert, in der es keine Sidequests gibt, in der man nichts machen kann, außer man will vielleicht irgendwie nebenbei noch was suchen, wie zum Beispiel diese Pyjama-Party, wo nur weiße Anzüge erlaubt waren, keine Ahnung, ob man da vielleicht irgendwas machen konnte. Es hat aber irgendwie sich nicht wirklich ergeben im Laufe des Spiels und das ist halt eine Sache, wo ich mir denke, wenn sich etwas nicht ergibt und ich nur explizit danach suchen muss, dann bringt es auch nichts. Lasst es einfach bleiben, es hat keinen Zweck. Es war wirklich keine erfüllende Erfahrung. Hätte ich das wieder nur Let's Played, ganz trocken auf YouTube, hätte ich das schon nach dem ersten Part wahrscheinlich abgebrochen. Dementsprechend bin ich froh, dass ich das im Stream gemacht habe, auch wenn man natürlich wegen der Interface ein bisschen weniger erkennen konnte. Nächstes Mal werde ich vielleicht diese komischen Top-Donations und so weiter und so fort unten rechts rausnehmen. Ich werde auch meine Cam auf jeden Fall mit einem Greenscreen versehen, dass ich halt über ein Chroma-Key arbeiten kann, dass ich da den Hintergrund verdeckt habe und so weiter und so fort. Ich werde ein bisschen YouTube-konformer zumindest streamen in Zukunft, dass wir das Ganze handhaben können. Ich würde gerne eure Meinung haben, Pros und Kontras. Ich meine, Pros waren auf jeden Fall eine verbesserte Physik-Engine. Nur schade, dass man eben nichts mit sich rumschleppen konnte wie damals. Die Story an sich wurde wenigstens zu Ende geführt, auch wenn das Ende an sich ziemlich enttäuschend war. Vielleicht geht es ja aber auch noch weiter. Ich habe keinen Plan. Ich bin sehr enttäuscht. Aber naja, das war nach dem zweiten Teil auch irgendwie abzusehen. Nun gut, wir sehen uns dann auf jeden Fall in zukünftigen anderen Aufzeichnungen auch auf jeden Fall wieder. Ich werde in Zukunft definitiv erstmal alles Mögliche streamen und das Ganze dann videogerecht versuchen zusammenzuschnibbeln, irgendwie halbwegs, dass es auf YouTube passt. War jetzt hier ein bisschen schwierig wegen der Open World und sowas. Andere Spiele sind definitiv besser geeignet. Resident Evil 2 wäre das nächste Projekt. Da kommt auf jeden Fall eine One-Shot-Demo noch auf YouTube und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Part irgendwas. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla 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 bla.